Hey, 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 moin, moin, meine Freunde, auf ein neues Video. Ich befinde mich immer noch in Griechenland. Ich weiß gar nicht, ob ich das Video überhaupt produziere. Das müssen wir erstmal sehen, weil wir werden heute eventuell mal so ein Buggy Quadverleih uns anschauen gehen. Mir geht es halt nicht so pralle. Wahrscheinlich das griechische Essen dauerhaft. Aber ist egal. Ich weiß noch nicht, wie gesagt, ob ich das Video produziere, ob wir dann überhaupt was finden. Ich wollte einfach nur erstmal schon mal einen Anfang machen. Also seid gespannt, ja, was passiert, ob was passiert und viel Spaß dabei. Ciao. Yo, yo, hier bin ich wieder. Wie man sehen kann, hier ist ausgeliehen. Quad ist auch ausgeliehen, zeige ich euch gleich. Als allererstes will ich erstmal hier in der schönen, ich habe mir so ein schönes Plätzchen ausgesucht, wie man vielleicht sehen kann. Da hinten ist es Meer. Ne? Steht hier schön so ein bisschen in der Sonne. Und ich wollte euch eigentlich den Buggy erstmal zeigen, um was es hier überhaupt geht. Was es jetzt direkt für eine Marke ist, kann ich euch nicht ganz genau sagen. Hier steht zwar Buggy Motors 11cc. Man kann nicht viel darüber sagen, also so an für sich ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich kann allerdings das Ding wirklich nicht so wirklich oft fahren, weil halt ich nicht angemeldet bin auf das Auto. Aber an für sich steht er gut da und ich werde auf jeden Fall ein paar Aufnahmen machen während der Fahrt. Aber wenn ich das Ding dann nicht fahre, denke ich mal, muss man mal schauen. Ja, auf jeden Fall kann man das hier auf der Insel Kos ausleihen und ich finde es halt eine ganz coole Geschichte, weil es halt schon ein Teil ist, was halt schon Spaß macht und man merkt ja, ich bin jetzt hier auf dem Sand, da fährt das Ding noch relativ gut. Von innen sieht das Ganze halt so aus, relativ gut gepflegt, so wie ich finde. Man hat hier normale, an für sich funktioniert es halt wie ein Auto, außer die Bremsung, was muss man da mal ein bisschen schauen. Ja, und ansonsten gibt es zu sagen, ich glaube, das hat so, also ich schätze mal, um die 30 bis 40 PS wird wohl haben. Kommt auf jeden Fall gut vom Fleck. Man kann so, also man kann auch vor Garda, sage ich jetzt mal sowieso, die meisten Straßen 60, 70 fahren. Mehr würde ich da auch nicht in Angriff nehmen. Natürlich dann die ganzen Griechen hier rum. Die überholen halt jemanden. Oh mein Gott, drauf geschissen. Ich werde auf jeden Fall ein paar Aufnahmen von die Sitze sind für meine Größe so, naja, man kann die natürlich ganz nach hinten stellen. Dann kann man einigermaßen fahren, aber es ist jetzt, sag ich mal so, für ich sag jetzt mal, für so groß gewachsene Leute wie ich, ist es jetzt keine Dauerlösung. Also man kann sich das Ding mal einen Tag ausleihen. Zum Preisen kann man noch sagen, der hier kostet jetzt 70 Euro am Tag. Man hat dann natürlich auch eine Versicherung, also mit Selbstbeteiligung bei manchen machen das, nochmal 10 Euro drauf, dann sind wir ungefähr bei finde ich eigentlich relativ fairer Preis, wenn man ehrlich ist, man Banden oder sonst was, von daher doch, geht das eigentlich. Ich bin jetzt noch hier an meinen vorletzten Urlaubstag. Also wenn ihr das Video seht, bin ich denke ich mal schon wieder drehen, weil ich muss jetzt die Bims erstmal noch schneiden und die ganzen Sachen. Ich werde jetzt ein bisschen Aufnahmen von denen hier machen. Während der Fahrt werde ich da versuchen, mal einigermaßen ein Video hinzuschneiden. Zeige ich euch mal hier. Ja, leider ist mein Mikrofon hier im Urlaub kaputt gegangen. Dann muss ich mir mal neues holen. Komm raus mit dir. Da ist nämlich die Halterung kaputt gegangen, die da oben das Mikro festhält. Also funktionieren tut das Mikrofon auf jeden Fall noch. Aber
Es ist nicht die Lösung. Also man kann es vielleicht mit einem Klebeband das mal noch festmachen zur Not. Aber wenn ich natürlich vorhabe, weitere Videos zu drehen, dann ist es nicht die Lösung dafür. Aber wie gesagt, ich wollte euch mal kurz zeigen, wo ich da eigentlich bin. Weil hier ist eine relativ ziemlich geile Ecke, wie ich finde. So, guckt euch das mal an. Nicht so gut erkennen. Hier haben wir noch mal einen anderen Windsurfer. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, was die hier machen. Der da hinten ist schon gut unterwegs. Ist ein passender Wind dafür, glaube ich. Ah ja. So, dann wollen wir hier starten. Erstmal, vielleicht hört ihr das, das ist die Handbremse. Die läuft ganz leicht weg, dann wird das gelöst irgendwie. Und es ist eigentlich nur ein Schalter. Nein, wie ist das heute warm. So, und dann stoppen wir das Ding. Wie gesagt, ich fahre es jetzt erstmal zurück zum Hotel. Wie man halt sehen kann, meine Größe. Und dann werde ich höchstwahrscheinlich mit dem Quad nochmal herfahren. Wie gesagt, für die Insel ist das ganz cool, so ein Ding. Ich glaube, in Deutschland ist es auch nicht schlecht. Aber man braucht auf jeden Fall, glaube ich, wenn man das in Deutschland hat, auf jeden Fall eine Garage oder sowas. Weil so ein offenes Gerät, ob die da so alle nett sind und das alles so beibehalten, schwer zu sagen. Jetzt erstmal ein paar Aufnahmen, wenn das meine Mutter hinkriegt, von dem Buggy hier während der Fahrt. Also ich werde da nicht so fahren, weil ich bin nicht angemeldet, wie gesagt. Also viel Spaß erstmal bei den Aufnahmen, wenn es was wird. Haut rein.
So, meine Freunde, ich hoffe, die Aufnahmen haben euch gefallen. Und ich bin jetzt hier im Hotel angekommen. Und wie man erkennen kann, ist hier das Quad. Also, ich zeige euch noch mal kurz, wie es hier drin aussieht. Ihr habt ja schon ein paar Aufnahmen jetzt gesehen. Ja. So. So sieht es hier drin aus. Ein schönes Lenkrad eigentlich. Schön zum Spielen. Wie gesagt, Buggy Motors 11C. Da müssen wir noch mal ein bisschen nachgoogeln, was es jetzt wirklich auf sich hat. Hier haben wir noch Radio, Bluetooth, Vintage, wie auch immer. Und ja, dann würde ich mal sagen, swipen wir mal ab auf das Gefährt. So, hier bin ich schon wieder. Mann, ihr habt irgendwie Sand im Gehäuse. Komisch. Naja, muss ich mal richtig sauber machen, damit ich wieder in Deutschland bin. Ich hoffe, die Aufnahmen von dem Buggy hat irgendwie hingehauen. Ich habe meiner Mutter gesagt, hier, nimm mal die Kamera, mach irgendwas. Falls da ein Fahrer zu erkennen ist, das ist dann von meiner Schwester der Freund. Also vielen Dank, dass du dich filmen lassen hast, wenn du das siehst. Und ja, jetzt habe ich hier das Gerät, worauf ich auch angemeldet bin, was ich den ganzen Tag fahren darf. Und das ist das hier. Das ist ein Filmquad, also ein Quad. Ich muss ja nochmal kurz den Müll beseitigen. Ein Filmquad 550 Kubik. Also es heißt MXU 550. Geht ganz gut voran. Was man natürlich sagen muss, bei diesen ganzen, ich sag jetzt mal, Urlaubs-Quads, die sind natürlich gedrosselt. Ne? Die sind natürlich gedrosselt auf, also die Spitze, die ich jetzt schon gefahren bin heute, die waren so 75 alleine, 80, sag ich mal, höchstens, letztes Mal höchstens. Und ja, aber ich finde, wie gesagt, wie ich ja schon beim Buggy gesagt habe, reicht vollkommen aus, wenn man so 60, 70 fahren kann, vollkommen ausreichend. Und ja, wie gesagt, zum Thema, also zu den Daten, 550 Kubik. Am besten, genauso wie beim Buggy, mache ich euch das, packe ich euch einfach mal die Daten da so ein bisschen rein, schreibe ich euch da so ein bisschen auf, am besten hier so an der Seite. 550 Kubik, den Rest suche ich alles mal raus. Von Kymco, wie gesagt, mit dem Koffer geht das alles dran. Da kann man natürlich seine Helme und sowas einpacken. Helme ist mehr oder weniger Pflicht in Griechenland. Also viele fahren ja ohne Helm rum, ich fahre mit Helm rum, weil einfach mal Sicherheit geht vor. Da fahre ich auch bei 32 Grad mit Helm. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich bin ja an der gleichen Stelle, wie man sehen kann, da der Windsurfer noch da am Start. Weil ich habe jetzt einmal den Buggy hierher geholt und einmal den Quad hierher geholt. Und da würde ich einfach mal sagen, werde ich zu dem hier auch noch ein paar Aufnahmen tätigen für euch. Da werde ich am besten mit der GoPro hier vonstatten gehen. Und ich würde mal sagen, mit den Aufnahmen beende ich dann noch das Video. Mit dem schönen Blick hier beende ich meine jetzige Laberababa-Geschichte. Das war auch das letzte Video von der Insel Kos für euch. Ja, weil morgen fliege ich nämlich wieder nach Hause, nach Bremen. Deswegen hoffe ich, die zwei Videos haben euch gefallen von mir hier. Das ist jetzt schon das dritte Video für dieses Jahr, was ich jetzt schon in Angriff genommen habe. Ja, ich kann nicht die ganze Zeit dazu arbeiten, sehr so viel zu machen. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr mir treu bleibt oder mich sogar abonniert. Vielleicht so eine kleine Community werden. Das würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ihr wisst, dass ich das Ganze als Hobby mache. Von daher, ich gehe ganz normal arbeiten, aber ich habe trotzdem Spaß an Filmen. Von daher leihe ich mir sowas auch mal für euch aus. Natürlich auch für mich, aber achso, preismäßig habe ich noch gar nicht gesagt. Preismäßig sind wir hier auch so bei 70 Euro am Tag. Mit Versicherung und allem drum und dran. Mit 500 Euro Selbstbeteiligung. Falls was passiert. Es ist fair, ich meine, ich verdiene Geld, ich bin im Urlaub und wenn man im Urlaub ist, sollte man jetzt nicht meiner Meinung nach zu viel sparen. Aber man sollte schon seinen
Spaß bei dem Gerät, bei den Aufnahmen, die jetzt noch kommen werden. Und hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann ein Däumchen mehr, ein Däumchen, wie der Blackout immer so schön sagt. Also haut rein, euer Felix. So, eine Sache habe ich noch, ein kleines Anliegen habe ich noch. Ihr wisst ja, dass ich so ein bisschen, so ein bisschen angefangen habe mit YouTube, mit den ganzen Motovlogs. Na, also ich habe ja ein paar Motovlogs gemacht. Zur Not, die nur Motovlogs sehen wollen, die können das gerne sehen auf den Kanal, den ich jetzt hier auch verlinke, Greenie, da mache ich fast nur Motovlogs, aber bin mehr oder weniger so ein bisschen anonym dabei. Ich muss sagen, ich mache jetzt Motovlogs seit 2 Jahren, so normal. Und ganz ehrlich, außer Blackout, Lukas, David Boos, wie sie alle heißen, gerade bei den Mädels muss ich ganz ehrlich sagen, ist irgendwie so eine halbe Pornoshow geworden. Also ich will jetzt keine Namen nennen, definitiv nicht, aber muss ich Motovlogs, wenn ich Motovlogs machen will, muss ich mich dann ausziehen, mich im Bikini zeigen oder wie auch immer. Also tut mir leid, kein Kommentar dazu oder vielleicht doch ein Kommentar dazu. Das ist einfach der Bonus. Und ja, ich habe keine, von daher ist mir das auch egal. Aber ich finde schon krass, wie sich das so alles verändert hat. Ne? Also wie gesagt, hier am Strand von der Insel Kos verabschiede ich mich von euch und wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderschöne Zeit und freue mich auf die nächsten Videos. Die werden dann natürlich wieder in Deutschland höchstwahrscheinlich sein. Also haut rein, euer Felix. Ciao.